Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Noble Horse Champion. Hallo, meine Lieben. Wir fangen heute ganz pragmatisch an und gucken mal eben, dass wir den Kobold in seine eigene Box schicken, ein Hannoveraner Hengst, beziehungsweise er wird es noch, es ist ja noch ein Foli. So, das müssen wir hier erstmal klären. Und meine Katze ist auch wieder dabei. Die möchte ja immer irgendwie im Mittelpunkt stehen. Steht schon auf Späne, das ist sehr gut. Den werden wir mal eben verpflegen, den kleinen Mann. Und dann werde ich euch mal etwas zeigen, womit ich einen besseren Überblick über meine Pferde habe. Womit ich einen besseren Überblick über meine Pferde habe. Den Satz lasse ich mir noch mal eben kurz durch den Kopf gehen und denke mir dann, dass der sich doof anhört. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ich habe mir eine Tabelle angelegt, um einen besseren Überblick zu haben über Pferde, die ich habe, welche Werte sie haben, welche im Verkauf stehen oder welche ich vorhabe, in den Verkauf zu stellen. Das zeige ich euch gleich mal. Wie gesagt, wir werden den kleinen Mann jetzt hier erstmal ein bisschen versorgen und dann zeige ich euch das und erzähle euch was dazu. Aber die Tabelle ist eigentlich selbsterklärend. So. Dann ist alles wieder schick. So, der kleine Herr, fertig. Dann machen wir hier mal weiter. So, dann ist der fertig. Dann habe ich gesehen, dass wir zwei Pferde verkauft haben. Wartet mal. Darunter. Genau, wir haben verkauft die Ginger und die Senorita, also eine Hannoveraner Stute und eine Paint-Stute. Ich habe viele, viele, viele Pferde im Verkauf momentan, weil ich echt absolut ausmisten muss. Gerade jetzt auch für die Zuchtgemeinschaft mit Dreamlover. Den Link von ihrem Kanal werde ich in die Infobox packen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder, weil ich ganz genau weiß, letzte Woche habe ich es auch vergessen. Es tut mir sehr leid, Dreamlover, aber ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Der Link zu ihrem Kanal kommt auf jeden Fall in die Infobox rein. So, wie gesagt, weil da müssen wir uns noch einiges, da müssen wir noch einiges abklären und ja. Da schauen wir da mal. Wie gesagt, zwei Pferde sind verkauft worden. Love Out Loud hat gedeckt. Kobold hat jetzt seine eigene Box, der kleine Mann. Und wir stehen momentan bei knapp 135.000 Credits und sind immer noch Level 11. Ja, Level 12 dauert noch ganz viel. Ich mache auch einmal den Shop. Wie gesagt, das geht jetzt auch alles wesentlich einfacher als vorher. Das ist echt schön, aber ich will das jetzt nicht übertreiben hier. So, dann schauen wir mal eben. So, Alessa steht zum Verkauf für 6.000, glaube ich. 7.500 zurzeit. Wie gesagt, ich bin auch immer bereit, halt mit den Preisen runterzugehen, aber es soll halt dann auch nicht unverschämt werden. Das ist ja klar, ne? Wie gesagt, die steht zum Verkauf. Die werde ich natürlich auch nicht mehr decken lassen, das ist klar. Leandro steht, glaube ich, nicht. Doch, der steht auch zum Verkauf für 8.500. Der steht auch noch als Deckhengst drin. Und den haben wir denn noch? Aber das zeige ich euch gleich alles im Überblick auch. Also von daher. So, ist irgendein Fohlen zur Welt gekommen, was ihr noch nicht gesehen habt? Eigentlich nicht. Das von Lambada weiß ich jetzt gar nicht. Wartet mal. Da muss ich mal eben schauen. Habe ich euch das Fohlen gezeigt in der letzten Folge? I don't know. Wartet mal. Wir gucken mal. Wenn ich den Namen sehe, ich kann mir die Namen auch nicht merken. Twinkle Dreams. Habe ich euch Twinkle Dreams gezeigt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wir können aber hier mal eben auf die Details gucken. 205er Exterieur. Ja, ist jetzt nicht das beste
Hannoveraner Fohlen. Ich glaube, da habe ich bessere, aber das schauen wir gleich mal. Gesundheit ist immer im selben Bereich eigentlich. 182er Charakter. Ja. Okay, ich meine, die hätte ich euch letzte Woche nicht gezeigt. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Okay, dann zu den Paints. Wie gesagt, Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf der Tabelle, die ich erstellt habe, aber schon weit vor der letzten Aufnahme. Ich glaube, vor 3 Wochen schon. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Wollen wir hier mal schauen. Welches Fohlen ist denn hier zur Welt gekommen? Was ihr eventuell noch nicht gesehen habt. Ich glaube, so viele haben wir gar nicht bekommen. Muss ich mal eben schauen. Fakten. 2.10. Nee, das war Mittwoch. Das habt ihr nicht gesehen. Ja, Teddy ist zur Welt gekommen. Ein Paint-Hengst-Fohlen. Und da schauen wir mal eben. 440 Gesundheit, 220 Charakter, 238 Exterieur. Das ist bisher mein bester Paint-Hengst. Der bleibt auch erstmal und wird auch für die Zuchtgemeinschaft verwendet später. Potenzial hat er Western 13, ist nicht so top, aber wie gesagt, mit seinen anderen Werten ist er ja, auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Dann ist eigentlich nicht viel passiert. Wie gesagt, ich habe viele leere Boxen. Queen of the Silver Dollar habe ich euch aber letzte Woche, glaube ich, doch gezeigt. Ja, sie ist schon am 21. zur Welt gekommen, genau. Die hatte ich euch gezeigt, die kleine Maus. Das ist auch, ja, auch eine super Stute. Leider im Charakter ein bisschen wenig, aber sie hat halt ein Exterieur von 247. Ja, die ist super. Die gebe ich auch so schnell nicht her. So, sonst ist eigentlich kein Fohlen zur Welt gekommen. Also momentan ist irgendwie, ja, passiert da nicht so viel. Okay, dann möchte ich euch meine Liste zeigen. Und zwar diese hier. Wie gesagt, die Tabelle, die habe ich mir selber angelegt. Hier ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie in irgendeiner Form privat verraten könnte. Muss ja auch da nicht sein. So, hier sind meine Hannoveraner, hier die Paints, einmal in Stuten und Hengste unterteilt, die Werte, Verkäufe und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich muss gleich noch Ginger und wer war es jetzt noch? Wen habe ich denn jetzt noch verkauft? Gott, uno momento. Ginger und Senorita, genau. Wie gesagt, Senorita hier können wir rausnehmen, die ist verkauft. Die klicken wir einmal weg, einmal löschen. Ich lasse die leeren Felder auch für die nächsten Pferde, die da kommen. Und hier habe ich Ginger verkauft, die nehmen wir dann auch mal direkt raus. So, weil die halt vom Charakter und vom Exterieur nicht so top war. So, das ist schon mal raus. Brown Sugar habe ich schon rausgenommen. Genau, die war nämlich auch noch verkauft. Ja, also wie ihr seht, hier stehen die Stuten. Gesundheit, Charakter, Exterieur. Da kann ich das immer auf einen Blick direkt vergleichen, welches Potenzial sie auch wo haben. Und wie ihr schon seht, Lambada, sobald das Fohlen abgesetzt ist, wird sie verkauft. Sophie Callista wird auch verkauft. Sie hat zwar im Rennen eine 13, aber ja, sie ist halt immer noch nicht meine beste Stute. Das wäre von den Werten her Casa Memphis, ne, wie ihr seht. Ist in Military nur bei 13, aber das ist nicht schlimm. Twinkle Dreams, wie ihr seht, ist nicht meine beste Stute, hat aber im Military Potenzial von 15. Ja, das ist dann halt immer so eine Sache, ne? Obwohl, ja, ich müsste sie eigentlich auch verkaufen, weil sie ist einfach, ja, also beim Exterieur geht's noch, aber okay. Bei Maya von Bommel ist es auch so eine Sache, sie hat nur einen Charakter von 156, hat aber im Exterieur eine 216. Das mit dem Charakter, das kann man noch ein bisschen ausbessern, also da kann noch ein bisschen was draus werden.
wie gesagt, aber Twinkle Dreams werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil bis die Wettbewerbe reinkommen, ich denke mal, da werden wir schon bessere Pferde wieder haben. Und ja, wie ihr seht, Alessa und Grandessa sind im Verkauf. Ich habe jetzt den Preis nicht dahinter geschrieben, weil ja, ich ändere den doch öfter mal. Ich gehe meistens immer noch ein bisschen runter. Es ist mir egal, solange wie ich sie nicht für, ja, ich gehe auch gerne mal auf 5.000 oder 4.000 runter. Zur Not, ich glaube, das habe ich letzte Woche sogar gemacht, habe ich ein Pferd für 2.000 an den Händler verkauft, weil ja. Wenn es so keiner kauft, dann gebe ich sie lieber für 2.000 ab an den Händler und dann ist es auch gut. Wie gesagt, Lambada, wenn das Fohlen abgesetzt ist, wird verkauft. Sophie Callista wird verkauft. Und ich möchte eigentlich dann nur noch die 200er Werte hier haben. Oaktree Forest wird auch verkauft, ist aber gerade, glaube ich, trächtig, wenn mich nicht alles. Ja, Oaktree Forest ist richtig. Kommt morgen Nachmittag um 16:25 Uhr zur Welt, das Fohlen. Das ist wunderprächtig. Ich bin auch gerade am Überlegen und am Gucken. Nee, sonst habe ich echt keine Stute, die gerade trächtig ist. Das ist wirklich die einzige. Wow. Ja, Lambada wird verkauft. Ja. Lambada, Alessa, Grandessa, also eigentlich alle meine Stuten irgendwie werde ich abgeben. Aber es bringt mir halt nichts. Wie gesagt, die drei habe ich da noch, die müssen halt erwachsen werden erst. Aber sie haben halt bessere Werte und irgendwann muss man halt aussortieren. Weil, wie ihr seht, wir haben momentan vier Hengste. Leandro ist im Verkauf bei Love Out Loud. Ja. Der ist so vom Exterieur total schlecht, schlechter als alle anderen, ist vom Charakter aber besser als alle anderen. Und ja, im Rennen hat er halt eine 17 und das ist schon echt gut und deswegen verkaufe ich ihn noch nicht. Das ist, ja, ich hadere da noch mit mir, weil, also züchten werde ich mit ihm, ich persönlich nicht. Das mache ich nicht, weil es bringt mir nichts. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, wenn die Wettbewerbe dann irgendwann drin sind, dann kann ich ihn fürs Rennen nehmen. Wie gesagt, da hat er eine gute 17. Und ja. Dann, so, sind wir hier bei den Paints. Wie gesagt, ich habe hier schon ja, drei verkauft. Brown Sugar, Ginger und weiß ich jetzt gar nicht. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Es sind noch vier Stuten, drei Stuten im Verkauf. Hearts Touch werde ich verkaufen, aber da ist noch ein Fohlen bei Fuß, glaube ich. Bei Hearts Touch, genau. Ja, das muss dann erstmal abgesetzt werden, damit ich sie auch in den Verkauf stellen kann. Bei White Lady ist es, denke ich mal, klar, mit einem Western, mit einem potenziellen Western mit 10 ist sie. Ja, unterirdisch. Wobei sie vom Exterieur gar nicht so schlecht ist, aber sie ist halt die schlechteste vom Charakter mit 100 und deswegen ist sie halt auch im Verkauf. Mrs. Painting, die habe ich jetzt einmal decken lassen. Ist halt auch nicht so toll mehr. Wie gesagt, ich habe bessere Paints. Ihr seht es hier. Exterieur 233, 223. Aber das ist halt White Lady, aber sie ist halt hier schlecht. Dann Queen of the Silver Dollar 247, Western 15, Western 15, Western 14. Also ja, Clouds Whisper leider auch, weil mitunter in Gesundheit schlechter als die anderen. Genauso wie Mrs. Painting. 167er Charakter ist jetzt nicht so mega schlecht, aber unter 200 im Exterieur und das ist schon Unterschied. Also von 2 oder hier auch Diamond Heart mit 262 im Exterieur ist einfach, die ist super, ist die. Die könnte im Charakter noch höher sein. Da hätte ich sie auch gerne bei 180 gehabt, dann wäre sie top. Aber ist halt so. Wie gesagt, da sind momentan drei Stuten im Verkauf. Eine wird noch verkauft, sobald das von abgesetzt ist. Ja, meine Hengste, die muss ich noch ein bisschen gut hochziehen, weil die sind ja eigentlich von allem
unter den von den Stuten. Also der einzig gute Hengst, das ist noch ein Hengstfohlen, ist Teddy, den ich euch gerade gezeigt habe. Das ist wirklich der einzige einigermaßen gute Hengst. Dann kommt Infinite of Eternity und das war's eigentlich auch. Oder Fantastic Runner. Ja, aber ne? Wir wollen ja, was die über 200 haben. Also das ist so mein Anliegen und ich denke mal, Dreamlover ist da auf meiner Seite, hoffe ich zumindest. Wir müssen da noch einige Sachen besprechen, was die Werte angeht, welche Fohlen wir untereinander uns verkaufen, damit der eine mal ziehen kann. Und oder wie wir es generell machen. Aber alles zu einem späteren Zeitpunkt, das müssen wir alles noch abklären, das tun wir auch. Ja, wie gesagt, drei Hengste sind im Verkauf. Mystic Sand, Silver Shadow und Stranger. Ja, die sind halt alle nicht so top und ich hoffe, dass ich die dann noch alle verkaufe. Ja, wie gesagt, das ist meine Tabelle. Ich habe hier einfach, wie gesagt, einen besseren Überblick über meine Pferde. Das kann man natürlich noch beliebig erweitern mit dem Verkaufspreis, dass man da was sieht, aber das ist im Endeffekt auch egal. Ich meine, das sieht man ja dann so, aber ja, was die Werte angeht, so habe ich ja einen kompletten Überblick und kann halt sehen, aha, ach, die ist nicht so gut wie die und ach, dann könnte ich die ja die verkaufen und so weiter und so fort. Ist für mich halt eine kleine Hilfe und eine bessere Hilfe, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Gut, ihr Lieben, eigentlich war es das auch jetzt schon. Ach ja, was ich noch, genau, wartet mal. Dreamlover hatte mir in die Kommentare geschrieben, wenn du die Fohlen zeigst, dann, also die neuen Fohlen, dann wäre es auch schön, wenn du den Papa dazu zeigen könntest. Moment, jetzt muss ich gerade mal suchen. So, Twinkle Dreams. So, 1.10. 1.10. Ne, die habt ihr nicht mehr gesehen. Okay, Stammbaum. So, da sind wir drin. Also, Mama ist unsere Lambada. Hengst ist Dreamcatcher. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und Besitzer ist Caroline. Falls ihr mit diesem Hengst mal decken wollt, er deckt für 800. Und wir gucken uns mal die Details an. Er ist gar nicht schlecht. Er hat Gesundheit von 437, Charakter von 210, Exterieur von 236. Potenziell hat er im Military mit 15, auch nicht so schlecht. Und ja, wenn ihr mit dem decken wollt, dann müsst ihr mal bei Caroline vorbeischauen. So. Hatten wir jetzt bei den Paints noch am 2.10. irgendwas, ne? Das war, glaube ich, bei Hearts Touch. Das war, glaube ich, 2.10. richtig? Nein, Verwaltung. Warum gehe ich immer auf die Verwaltung? Es ist aber auch... Genau, 2.10. Da gucken wir dann auch mal eben nach. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn... oder habe ich ihn von... Ne, das ist unser Hengst. Genau, da brauchen wir dann gar nicht gucken. Also, fern ich immer dran denke und wir Fohlen von Fremdhengsten haben, zeige ich euch gerne die Hengste. Und ja, wie gesagt, das war so ein kleiner Tipp von Dreamlover gewesen. Sie hatte geschrieben halt, wenn du die Fohlen zeigst, dann kannst du doch vielleicht auch ja, den Hengst zeigen, mit dem du gedeckt hast. Und das mache ich natürlich sehr gerne, wenn ich dran denke. Das machen wir jetzt. Immer bei neuen Fohlen, die zur Welt kommen, zeige ich euch den Papa dazu und ja, welcher Besitzer drin steht. Okay, ihr Lieben, ja, die Folge ist schon wieder wahrscheinlich viel zu lang und überhaupt und keine Ahnung. Das ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wie gesagt, auch mit der Tabelle. Vielleicht habe ich euch Anregungen gegeben oder vielleicht sagt ihr auch, ach nö, das ist mir zu viel Arbeit. Ist im Endeffekt nicht viel mehr Arbeit, als hier überall rumzuklicken und so, ach ja, welches Pferd hatte denn die Daten nochmal und diese Werte. Wie gesagt, alles auf einen Blick. Mir reicht das so. Das ist halt ein grober Überblick, aber es ist alles drin, was man haben müsste. Und ja, Tabelle kann man sich natürlich auch irgendwie anders
gestalten, wenn man dies machen möchte. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Denkanstoß vielleicht geben, eventuell, wenn ihr sowas mal vorhattet. Und ja, dann würde ich sagen, lasst dem Kanal gerne ein Like da, ein Abo, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr hier verpassen wollt. Schreibt fleißig in die Kommentare, ich würde mich wirklich mega drüber freuen. Ich werde versuchen, an den Link zu denken, der zu Dreamlovers YouTube-Kanal führt. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht wieder. Ansonsten darf sie mich gerne erschlagen. Und ja, ich denke, für heute war es das gewesen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Noble Horse Champion. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.